Hallo, grüß euch. Heute gibt's ein Video, wo ich einen Birkenkranz mache. Beim letzten, es ist schon Wochen her, da haben wir mal so einen Heukranz gemacht und dann hat mir jemand geschrieben, sie hätte eigentlich gemeint, dass ich den Heukranz da binde. Und heute gibt's einen Birkenkranz und den binden wir, bevor wir ihn schmücken. Also, wir haben eine Birke gefällt und da habe ich dann ganz viele Birkenkränze gemacht. Und das ist jetzt nochmal von so einem Birkengeäst. Und jetzt zeige ich euch, wie man so einen Birkenkranz bindet. Also die sind jetzt weil die sind ja eigentlich wirklich recht schön weich, die Birke. Und darum kann man die auch ganz schön drehen. Und ich habe jetzt, die sind jetzt nicht ganz, also das ist jetzt schon nochmal ein bisschen eine längere. Es gibt noch, das ist ein bisschen kürzer. Die dürfen schon eigentlich gut lang sein. Und darum lege ich die jetzt erst einmal so zusammen. Und wir haben da so einen Twister. Man kann das jetzt ganz normal mit Draht machen, aber wir haben natürlich da ein bisschen was, wo wir uns das Leben ein bisschen einfacher machen. Und da kann man eben mit dem Twister da den Draht da ganz einfach befestigen. Und nachdem ich eigentlich einen ziemlich großen Kranz mehr hat, mache ich das jetzt da so. Ich tue jetzt das noch einmal mit dem Twister da verbinden. Das ist jetzt da so ein spezieller Draht, den man da auch noch dazu kaufen kann. Der hat zwei so Enden und dann wird das einfach bloß so gedreht. Und dann hat man natürlich da eine ganz feste Verbindung. Mache ich mir so Bündel mit der Birke. Und die stecke ich jetzt einfach nur da so in die dazwischen rein und drehe die eigentlich bloß so durch und dann kann ich die dann einfach nur mal in dem Geäst da drinnen verbinden. Das nächste nehme ich dann auch wieder und dann ist natürlich das gut, wenn man da dazwischen drin immer wieder schaut, dass man diese festen und dickeren Gehölze, dass die nicht immer an der gleichen Stelle sind. Und dann kann ich das einfach nur da so rein. Das ist jetzt eigentlich ein ganz locker, aber umso mehr, dass man jetzt dann von der Birke nimmt, umso fester wird es dann und üppiger. Dann gehe ich jetzt auch da nochmal rein. Und drehe die Birke jetzt einfach ganz locker herum. Und die Enden ziehe ich mir dann einfach dann wieder nochmal da durch. Und so gehe ich jetzt dann praktisch vor und machen wir da einen richtig schönen dicken Birkenkranz. Und gerade so bei der Birke, da ist das jetzt wirklich, also ich finde dann die Kränze eigentlich ganz schön, wenn die nicht so akkurat sind. Die dürfen ruhig ein bisschen so eine wilde Struktur haben, weil man den einfach dann auch ganz schön beim Dekorieren kann man den auch wirklich nochmal ganz toll gestalten. Und jetzt zeige ich euch den fertigen. Also ich habe einen Kranz gemacht gehabt und dann habe ich mir nochmal so ein Nest gemacht draus. Das ist jetzt eigentlich nur so ein kleiner und das habe ich dann einfach von innen nach außen so miteinander verbunden und dann auch nochmal mit diesem Draht. Jetzt schon frische Blüten besorgt von unserem Gärtner. Und wo bin ich? Und das war jetzt so ein Tablett,
Und das kann ich mir halt jetzt einfach vorstellen, dass man das also draußen im Garten auf so einen schönen Tisch stellt und das eigentlich also richtig schöne Außendeko ist. Und da passt jetzt das ganz toll rein, dieses Nest. Und da würde ich jetzt das ganz gern einarbeiten. Also ich tue jetzt da nicht nochmal extra in so Übertöpfe rein, sondern ich mache das jetzt ganz einfach mit der Alufolie. Und da kann man es dann wirklich nochmal ein bisschen gießen. Und die werden jetzt einfach nur so in der Alufolie . Das ist jetzt dann sozusagen ein Übertopf. Passt jetzt auch ganz gut so zu dem Tablett. Und da stehe ich das jetzt einfach nur in diese Rundung rein. Und jetzt machen wir noch das Nest. Also ich habe natürlich die Windlichter, hätte ich jetzt ganz gerne reingestellt. Das passt jetzt natürlich zu dem Tablett ganz gut. Und dann möchte ich natürlich jetzt nochmal Federn einbringen. Und die hätte ich jetzt einfach da so richtig üppiges Federnest gemacht. Wie zum Beispiel den Hasennetz da reingesetzt. Da jetzt ganz viele Eier noch drum. Die hätte ich natürlich jetzt auch da nochmal verteilt. Also das macht sie sicherlich ganz gut. Und in dem Tablett sind die natürlich jetzt auch ganz schön geschützt. Da kann ja noch nichts passieren. Da kann jetzt der Wind auch nicht. Irgendwo, die braucht man jetzt wirklich nicht angreifen, sondern kann man jetzt so lassen. Und jetzt sage ich es euch nochmal mit den Vögeln, weil das ist jetzt auch ganz schön. Wenn jetzt da so ein Vogel herin steht und vielleicht noch ein zweiter dazu. Nochmal zwei Lichter rein und schon ist die Deko fertig. Also, ich hoffe, ich habe euch Anregungen geben können. Es hat euch Spaß gemacht und schön, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!